Da bin ich. Ja, sehr Hallo, schön. herzlich willkommen zur Sagst Märchenstunde. du, ja, zu niemandem sagst du das jetzt. Das kann ich minimieren. Das kann ich auch minimieren. Das Spiel habe ich hier und den Chat hole ich mir auch noch mal kurz. So. Ja. Willkommen zu King's Quest 3. To hear is human. To err is human. Here. To err, ja. Weil Ah. eigentlich ist das eine Anspielung auf den alten Spruch, errare humanum est, irren ist menschlich. Und da das to err und to err total gleich klingt, ist das im Englischen ein schönes Wortspiel und im Deutschen versteht es dann wieder keine Sau. Ja. So, schön. Wir spielen dieses schwierige Spiel für euch. Oh. Ja. Warum genau tun wir das? Weil der junge Mann hier unsere Hilfe braucht, um nicht von Männern getötet zu werden. Okay, ich meine, ich habe ihm ja schon mal geholfen. Ich habe ihn ja Ja, schon aber mal aus der ganzen Scheiße aus irgendeinem Grund ist er ja jetzt wieder hier, ne? rausgeritten. Oh Mann. Worauf habe ich mich da eingelassen? Vielleicht hat der Menennen sich wieder selbst zurückverwandelt und was auch immer. Guten Nun gut. Abend, der Informatiker ist schon da. Ach, das ist aber schön. Hallo, ich sag auch mal Hallo. Ja, du Ja. könntest uns wie immer Feedback geben, ob Marlene schön laut ist, ob ich gut laut bin und dann so. Ja, also wir sind in den Fängen von. Sollen wir das Intro zeigen oder sollen wir das nicht? Ja, mach mal. Der Lautstärke, ja, passt alles. Oh, Oh, wunderbar. clever. Dann geht's jetzt los. Nee, Restart, ich wollte eigentlich das Intro. Ich glaube, das kriegst du wieder nicht hin. Dann müsstest du mal ganz neu anfangen. Können wir nicht so erzählen, was passiert ist? Ja. Weil das Gepiepse. Oh. Ja, okay. Warte mal, eben, wo habe ich denn hier? Also, Marlene ist die Göttin, die weiß alles ich darüber. kann, ja, ich habe vor allen Dingen habe ich hier was liegen, wo das alles drin steht. Ja. Also, es gab vor viel langer, langer Zeit. Du kannst natürlich übrigens, wenn du das auf YouTube hochliest, auch wieder auf meine Einführung verlinken, auf meine Mache ich. Einführung verlinken. Die Ja. schicke ich dir dann den Link dazu. Gerne. Ganz in Kürze, vor vielen tausend Jahren, es war einmal, lebte ein ziemlich blöder, idiotischer Zauberer namens Menenen. Und er war schon ziemlich alt und sah auch schon ziemlich klapprig aus. Und er war aber auch sehr mächtig und konnte total gut zaubern und all dieses, was halt Zauberer so können. Und er klaute sich alle 18 Jahre ein neues männliches Kind, das Oh er 20 nein. Jahre machte. Oh nein. Ja, und jedes Mal, dann wurden die Knaben natürlich erwachsen und weil sie Knaben waren, waren sie neugierig und wollten viel wissen. Und jedes Mal, wenn er sie dann erwischte, dass sie auch zaubern wollten, hat er sie abgemurkst. Und nun hat er einen kleinen neuen Sklaven namens Gwydion. Gwydion steht kurz vor seinem 18. Geburtstag und wir hoffen, dass wir ihn aus Menennens Schloss und Fängen befreien können. Ja, so sieht das aus. Das war die Geschichte in Kürze. Ja, genau. Und ich stelle mal noch mal ganz kurz was um hier, weil ich gerade höre, dass. Moment. So, Test, Test. Test. Ja, ich teste gerade was. Ich habe was an der Mikrofonrauschsperre verändert. Okay. Aber wenn der David sagt, das passt alles, dann ist es gut. Okay, ja, das ist die Einführung. Ich verlinke die euch auch Ich nochmal schicke auf dir dann den YouTube, wenn ich Link. das dann exportiere. Jo, und wir sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt hier schon was gemacht habe. Ich mache einfach nochmal auf Restart. So. Wir sind jetzt in dem
Häuschen hier. Ja, ach, was wir versäumt haben natürlich in dieser Intro hier im Spiel, ist, dass der Junge erst draußen war und dann in die Gegend schaute und sich wunderte, was das alles sollte und wie er da wohl entkommen kann. Und dann kam der böse Zauberer raus und hat gesagt, du sollst jetzt irgendwelche Aufgaben erledigen. Und wenn wir diese Aufgaben nicht erledigen, wenn der kommt und uns die gibt, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne, ich weiß nicht in welcher, egal, dann killt er uns auf. Genau, ich mach mal den Speed auf, ich weiß gar nicht, auf Normal oder Fast, ich weiß nicht. Machen wir auf Normal. Normal, genau. Ja. Oh, da ich kann mich gar nicht bewegen, da kommt er schon. Ja. Da sag mal, look at my name. Ach so. Gut, dann sollen wir jetzt mal die Hühner füttern gehen, sagt er, und dann musst du raus. Einfach okay, ich stell, glaube ich, doch mal auf, ja, das ist besser. Okay. Das ist besser. So. Gut. Genau. Und hier hinten hast du das Hühnerfutter. Ja. Einfach Feed Chickens, nehme ich mal an, wa? Get irgendwie Food oder so. Get, keine Ahnung, Food. Nein, Feed Chickens, doch Feed Chickens, mach einfach. Ja. Ah, wunderbar. Genau. Und wir müssen natürlich, ach so, das sollte man vielleicht auch noch sagen für diejenigen, die dieses Spiel nicht kennen, erstaunlicherweise, dass wir alles mögliche Zeugs einsammeln müssen. Vieles davon ist, das können wir behalten, das ist harmlos, aber es gibt so ein paar Dinge. Ach, stimmt, wenn Manan uns damit erwischt, dann sind wir dood. Mhm. Und die müssen wir dann immer oben in unserem Bett verstecken. Deshalb geh doch erstmal nach oben. Diese wunderschönen. Ah. Der, bei dir ist der nicht so schnell. Nee. Das ist eher nochmal. Okay. Ich hatte echt, das ist auch random, ne? Diese, wenn der kommt und was er von einem will. Ah, okay, macht nichts weiter. Dann geh einfach mal die Treppen hoch. Man kann übrigens mit dem Numpad diagonal nach oben laufen. Ja, ne? Ich weiß. Aber irgendwie krieg ich das. Doch, ich krieg's hin. Okay. Okay, gut. So. So, und dann geh nochmal geradeaus weiter, also nach rechts weiter. Da kannst du mal das Poster an der Wand angucken. Ich muss mal niesen, Achtung. Das hier? Ja. Gesundheit. Oh. Nee, Poster. Achso. Ja, der will das ganz genau haben. Genau wie die Zaubersprüche. Ah. Look behind. Behind picture? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Behind. Also versuch nochmal. Nee, schreib erstmal look at wall, Entschuldigung. Okay. Tapestry, okay, dann ja. Möchten sie auch Tapestry haben. Okay. Dann look behind. Nein, Tapestry, genau. Oh, wer hat das nochmal geschrieben? Tapestry. Y. Oh, das ist ja wieder umgekehrt. Ja, scheiße. So, und ja, wir heben den, ja, das untere Teil vom von der Tapete oder von dem Poster ein bisschen hoch und gucken mal dahinter. Und da sind überall Risse und Löcher und du weißt jetzt, warum Manan da etwas hinhängen würde, so ein Poster. Da sind aber auch, ganz viele von irgendwelchen Zeichnungen, Diagrammen, Notizen und zu den Programmern mit der Legende King's Quest 4, aber wir haben, wir sind momentan daran nicht interessiert, weil wir in der jetzigen, also weil wir jetzt gerade unsere Hände voll haben mit King's Quest 3, ja. Ganz genau, und ja. Und wir streichen die Tapete wieder nach unten und gleichen das die Unebenheiten aus. Das ist keine Tapete, sondern ein Wandteppich, aber ist auch scheißegal. Ja, oder die Poster gleichen wir halt wieder aus. Den Wandteppich, bitte. Ja, so. Oder den Wandteppich streichen also wir. Also es war wieder so eine Eigenreklame da drin, wie ja in King's Quest 2 war ein Hinweis auf irgendein Space Quest Spiel. Das fand ich auch ganz witzig. Das war das Witzigste am ganzen Spiel. Mhm. Und ja, geh mal in dein Zimmer. Das ist nämlich dein Zimmer daneben an. Und unter dem Bett müssen wir dann immer alle Gegenstände verstecken. Ah, und ja. Da können wir sie dann, da sieht man dann die komischerweise nicht. Mhm. Und da können wir sie dann auch wieder raus. Und du kannst mal sagen, look around, wenn du möchtest.
Ja, das ist dein armseliges Zimmer. Und im Vergleich zu Benernes tollem Schlafzimmer ist das wirklich wie so eine Zelle. Das Bett ist hart und unbequem und da ist irgendwie nur so eine olle fadenscheinige Wolldecke und ein kleines flaches Kissen. Und die anderen Möbel sind alle irgendwie vom Sperrmüll. Naja, aber egal, der Zauberer geht da niemals rein und es ist dein kleines Reich. Yeah. Jawohl. Gut, dann gehen wir da wieder raus. Nur, dass wir schon mal wissen, wo wir alles verstecken müssen, ne? So, dann kannst du mal in das rosa Zimmer hier gehen. Ich glaube, Originelle 16-Farben-Technik wieder, ne? Ganz wir sollten toll. auch öfters mal speichern, ne? Unbedingt. So, Unbedingt. wir nennen das Ganze Start. Das können wir machen. There's no directory named Start. Ach so, du hättest eins anlegen müssen. Ja, gut, dann mach da. Genau. Ja, Jo, mach. wunderbar, hervorragend. Okay. Ist das nicht ein schönes rosa Prinzessinnenzimmer? Sind Sie Ja. begeistert? Ja, toll, ne? Ja, und wir gucken uns, wir nennen es elegante Schlafzimmer an und oh, das ist also kitschig und ich verstehe auch nicht, warum der Zauber jetzt mal außen hier Kontext hier, warum der jetzt so ein Mädchenschlafzimmer hat. Ist der vielleicht hier vom anderen Ufer? Was meinst du? Nein, das hat damit nichts zu tun. Bis vor knapp 100 Jahren war Rosa noch die Jungsfarbe. Ach so. Ja, und das ist sowieso so dieses Rosa-Blau, das ist einfach nur furchtbar, was das mit den Kindern macht. Das ist grässlich. Darauf möchte ich aber jetzt nicht eingehen. Er hat halt ein Rosa-Zimmer, weil das ein Rosa eine kraftvolle Farbe ist und für Jugendliche, die noch kein richtiges Blut sehen können. So, ja. Oh, da kommt die Katze. Haha. Aber ich mag das Spiel eigentlich deshalb nicht, weil die zu den Katzen so gemein sind. Trotzdem versuch mal, die Katze, ja, die rennt ja jetzt weg. Jetzt ist sie, ja, Get Cat. Nee. Nein. Und lässt sich. Das musst du immer wieder versuchen, solange bis du Haare von der hast. Aber jetzt nicht, du kannst es auch woanders versuchen. Oder auch da nochmal, ist egal. Also auf jeden Fall brauchst du Haare von der Katze. Das muss man nochmal Get drücken, um Cat, den nochmal Get gleichen Cat, Satz. ja. Ja. F3 war. F3. Nee, okay. Dann müssen wir es woanders versuchen. Lass mal. Geh erstmal und leere hier diesen Pisspot aus. Empty Pot. Mit dem Empty. Z, ey, Mann. Ja, furchtbar ist das. Das ist die Ami-Tastatur für diejenigen, die sich jetzt wundern sollten. Schmeiß einfach ein Fenster. Ja, Ja, schön. was für eine Art, sein Geld zu verdienen. So, du kannst dich da auch noch weiter umgucken und mal hier diese Schublade öffnen. Ja, genau. Uninteressante Items, aber auch der Spiegel, der Handspiegel vom Zauberer und der dürfte noch nützlich sein und wir nehmen ihn Hand und dann schließen wir den Drawer wieder. Genau. Und dann speicherst du ganz schnell ab. Yep. F5 war das, glaube ich, ne? Ja. Hey, so. Und in diesen Schrank kannst du auch noch mal gucken. Nee, Door. Ach, ja, klar, wir sind hier. So, dann look in closet. Ja, weiter. Oben Also da bleibt. sind so Klamotten drin. Nochmal. Und da oben ist, glaube ich, irgendwas drin. Also ganz oben. Look above. Nee, look on top. Top of. Closet vielleicht? Look Ja. behind clothes war das. Ja, Nicht warte das. mal. Ja, Wir ja. haben was Metallisches. Ein Genau. kleiner Schlüssel.
Was könnte er wohl aufschließen? Hast du auch gesagt, look behind clothes schon? Noch nicht. Look behind clothes. Clothes. Genau. Ja! was ein ancient parchment. Eine antike Landkarte. So, ja. Landkarte, ja. Genau. Also, oder nee, ist gar nicht wahr, stimmt gar nicht. Also auf jeden Fall irgendwie so eine alte Pergamentrolle. Genau, und es ist aber doch eine Landkarte. Genau. Wir lassen auf jeden Fall alles so wie es ist zurück. Genau, mach die Tür auch wieder zu. So, okay. Genau. Und dann kannst du auch nochmal hier diese Drawers. Okay, du musst ein Stück zurück. Okay. Doch, da ist nämlich schon eine Essenz, die wir brauchen. Rosenblütenessenz ist das. Und die nimmst du mit. Die nehmen wir mit. Gut. Genau. Speichern. Kannst du als Mirror abspeichern, ist okay. So. Und den ganzen Klumpatsch, den versuch nochmal die Katze zu kriegen. Okay, noch ein Stückchen. Jetzt? Nein, nicht. Okay, dann geh raus in dein Zimmer und versteck den ganzen Scheißdreck unter dem Bett. Weil sonst haben wir echt die Arschkarte. Wir haben nämlich jetzt... Nein! Scheiße! Zack! Und wir sind tot. Oh, fuck. Wie witzig. Okay. Dann, zum Glück haben wir gespeichert. Ja, das ist ganz wichtig. So. So, dann geh raus, ohne die Katze nochmal anzugucken. Und versuch's mal. Ganz schnell. Renn, 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 renn. Ganz schnell. Und noch schneller. So, und da kannst du hide all und dann macht er das. Du kannst auch nur sagen hide all. Oh, ja. Aber egal. So, wunderbar. Ha, so, das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir alles aus dem Schlafzimmer, was wir brauchen. Dann, das ist doch nochmal eine Speicherung wert, oder? Absolut, total, ja. Du kannst auch mal nach oben gehen. Da, David schreibt, oh Gott, diese Töne, ja, das ist... Da ist er schon wieder, was will er denn? Ah, er geht auf Reisen. Ja, ich hab beschlossen, auf eine Reise zu gehen. Okay, tschüss. Genau. was ich nicht mehr weiß, kannst du mal ins Inventar gucken? Weil wir müssen nämlich, wir müssen jetzt in die Stadt und könnten unsere erste Sache einkaufen in dem Laden. Wir brauchen nämlich Fischöl. Und wenn wir dann auch noch Katzenhaar haben, dann können wir dem Mananen den Gar ausmachen. Mhm. Aber, oh Gott, ich weiß es nicht. Ja, wir haben ja jetzt alles unserem Bett getan und das Bett getan. Ja, aber Geld haben wir sowieso, glaube ich, nicht. Geh noch mal, ist ja egal, der fährt ja immer wieder auf. Oder was? Geh einfach mal rauf, ja. Wieso weil du kannst ja, du kannst ja nur in die Stadt, wenn der auf Reisen ist. Oh ja, da guck mal, du kannst mal durch das Teleskop gucken. Ja, und wir pressen unser Auge auf die Linse und fasziniert uns, wie nah auf einmal alles scheint und kannst die Eichhörnchen sehen, wie sie weit entfernte Bäume hochklettern und kein Wunder, dass der Zauberer alle Akteure kennt. Genau. Und dann siehst du da die drei Pixel auf dem Boden. Ja. Das ist eine Fliege, guck mal. Look floor. Floor. Ja, oder floor. Sound. Oder so. See nothing, ja, aber eine dead fly. Ja, die nimmst du mit. Dead fly. Flitz. Ich vergesse das immer wieder, Marlene. Ja. Das dauert auch eine Weile. Oh, mein Stuhl geht wieder von alleine runter. Diese und der rupfst du nur die Flügel aus und schmeißt den Rest weg. Nee, jetzt hast du Fliegenflügel. Die Hydraulik von meinem Bürostuhl hier, die ist kaputt und der Sack rutscht da mal. Oh, das,
So einen hatte ich auch mal. Oh, nervig. So. Wir und können, wieder runter. Wir können euch auch mal zeigen, wie, da, wie das Schöne aussieht hier im Moment. Ups, nee. Hopp's da. Ich wollte dich. Kann man das nicht angucken? Nee, offenbar nicht. Mm-mm. Nee, ich glaube, das ist erst ab 4. Ich bin mir nicht sicher. Aber auf N1 hatten sie es doch auch komisch. Egal. So. Nee. Ja. Ja! Du hast Haare, oder? Genau. Get hair. Scheiße. Hast du jetzt Katzenhaare oder nicht? Haben wir die jetzt? Ich glaub schon, ne? Nee. Oh Mist. Moment, aber schaffen wir nochmal. Get hair. Dann muss ich ganz schnell schreiben, warte mal. Ja, mach. Get hair. Ja, wir haben es. Ja, das ist richtig toll. Okay, dann versteck nochmal alles unter dem Bett. Auch wenn er weg ist jetzt? Ja, auch wenn er weg ist, ist mir lieber so erstmal. Gut. Okay, gut. Dann kannst du wieder runtergehen. Machen wir. Und in die Küche, lass uns einfach erstmal, weißt du, der kommt ja irgendwann wieder. Und ich weiß auch gar nicht, wann mit Geld, wo wir Geld hier hatten. Weil wir mussten nämlich irgendwie, ich muss mal. Ah doch, ich weiß, wo man das. Ja, okay, alles gut. Alles okay. So, jetzt guck mal da. Da steht irgendwie so eine Tasse, ne? Du musst dich umgucken. Look, einfach look. Das ist der Ort, wo deine Mahlzeiten. Du natürlich isst. Nicht. Nee, du isst in der Küche. Da ist ein, weiß nicht, Fichten. Ein Eichentisch oder so. Nee, Fichte ist das. Fichtentisch und Bänke groß genug, um dass ganz viele Leute sitzen könnten, aber der Zauberer hat halt niemand Gäste. Genau. Und da steht noch eine Tasse, ne? Ja, nehmen wir die auf mit. Ja. Ja. Genau. Die ist auch harmlos, die kannst du auch behalten. So, dann ist auf dem Regal da noch irgendwas. Look. Okay, da ist dann nichts mehr. Und der Elch, der an der Wand hängt, fies. So. Was da auf dem Tisch rechts liegt, das kannst du alles angucken und mitnehmen. Okay, look on table. Ja, das ist ein Eichentisch. Und da bereitest du das Essen zu. Genau. Und, Brot, Frucht und ein Hammelkotelett. Wow. Das musst du alles mitnehmen. Okay, dann get bread. Bread. Mhm. Okay, get food. Get Shop. Mutton Shop. War das? Mutton oder so? Nee. Mutopo. Haha. Nee, einfach get Shop. Get meat. Genau. Und hier hinten hängt noch ein Löffel und ein Messer. Guck dir das mal an. Get knife. Mhm, genau. Und ich glaube, hier gibt es noch eine Schüssel, die du nehmen kannst. Nimmst du auch? Get spoon? Ja, nimmst du auch, genau. Sorry. Ich vergessen. Schüssel? Get bow, ja. Genau, wunderbar. So, dann würde ich sagen, wir können mal, der ist ja immer 45 Minuten weg, mein Herren. Geh noch mal nach oben in dein Zimmer.
Ach nee, wir können auch mal, nee, geh mal in das Büro, da waren wir noch nicht. So, hier war die Stelle, an der ich den Bug hatte, kannst du dich erinnern? Die Wand hochgelaufen, ja. Ja, hier liegt so ein Staubwedel, den brauchen wir aber nicht. Lass uns das später machen. Lasst uns da uns später umgucken, wenn der wieder auf Reisen oder tot ist. Oder Katze oder irgendwas. Oder tot ist. Ja. So. Okay. Geh noch mal rauf. Gut. In dein Zimmer. Okay, was mache ich hier? Hide all. Ach, wieder alles unterm Bett. Ja, okay. Ja. Und dann nimm nur den Schlüssel. Du brauchst einfach nur hide all zu sagen. Aber also, ich mag den Satz. All under bed. Nee. Okay, aber es ist halt kurz der Hide all. Was brauchen wir nur den Schlüssel? Du brauchst mal den Spiegel für alle Fälle. Vielleicht kriegen wir das hin. Also ich bin mir nicht sicher. Ich habe das auch ewig nicht mehr gespielt. Genau. Jetzt hast du den Spiegel, ne? Mhm. Und alles andere ist versteckt. Sehr schön. Gut, dann abspeichern. Ja. Ja, okay. Und dann gehen wir mal raus. Also ganz raus aus dem Haus. Okay. Könntest jetzt schon eine Feder vom Chicken mitnehmen, aber das muss jetzt nicht sein. Musst du jetzt nicht machen. Hm. Geh einfach runter, speicher ab. Oh Gott, jetzt kommt dieses. Das ist so fiese. Okay. Oh Gott, okay, es geht schon los. Ja. Ganz, ganz furchtbar. Mach vielleicht langsam oder normal die Geschwindigkeit. Ja, das werden wir mindestens noch zweimal machen müssen, ihr liebsten Zuschauer oder du einer Zuschauer. Das ist gemein. Bitterpartie hier. Oh, jetzt kommt diese Stelle mit dem Stein hier. Ja, die ist obergemein. Ich finde das. So. Warum mache ich das eigentlich? Warum tue ich mir das an? Ja. Ihr habt nichts gesehen. Ich muss mal merken, das F7. Überhaupt. Nee, du kannst dich da nur so durchhangeln. Geh mal am besten noch mal runter, runter und dann nach rechts, genau. Achtung. Kann das hier noch schmaler sein, bitte? Ja, klar. Kannst du dich noch an King's Quest 4 erinnern? Ich glaube, das ist recycelt. Also von hier. Genau. Kommt da ein Adler? Nee, scheiße. Ja, der wird irgendwann auch nochmal auftauchen. Den brauchen wir jetzt noch nicht. Wir brauchen jetzt eigentlich nur Fischöl, aber für Fischöl zu kaufen brauchen wir Geld. Können wir auch hier runterplumpsen? Ja. Ach, nee, ich dachte, das wäre... Nee, da bist du so ein Dude. Nur so ein Vorsprung. Nee, das ist ein richtiger Abgrund. Okay. So. David feiert. Yay, wir haben es geschafft. Ja, du war da, mein Lieber. Das ist das erste Mal von, glaube ich, dreien oder so. Drei solchen Reisen, die wir unternehmen müssen. So, geh mal runter. Hast du gespeichert, ja, ne? Ja. Gut. So, und geh mal nach links, wenn du da auf dem Dings bist. Und guck mal in diesen Baum rein.
Look in Tree. Ich weiß nicht, ob das. Oh, ah, scheiße! Weg. Weg. Okay. Look in Tree. Oh, Lololok. Lolotte. Lolotte gibt's hier leider nicht. So, danke nicht. Wäre ja noch schöner. Ja, wir knien uns hin und gucken halt da rein und ja, da ist es leider zu dunkel, um da was zu sehen. Aber wir können ja auch Reach in, ne? Reach. Genau. Okay. Ja. Oh. Genau, da kommt mich eine Leiter, eine Strickleiter runter. Hey. Genau, speichern. Können wir eigentlich noch Get Acorn machen? Ja, können wir auch. Okay. Sehr gut. Wunderbar. So. Müssen wir da schon hoch? Speichern und dann die Leiter hoch. Ja, ja. Egal, speichern als Reise ist doch wurscht. Reise. Lalelupe auch schön. So, dann die Leiter rauf. Und ganz vorsichtig. So, wenn die nämlich da sind, bist du tot, ne? Und du musst da auch erstmal richtig rankommen. Müssen wir erstmal look in. Ja, ich würde aber nochmal speichern, bevor du das machst. Okay. Mhm. Ja, okay. Moving, also. Ja, da sind Leute drin, das ist blöd. Nochmal runter und wieder rauf. Nee. Ja, doch, auf was soll's. Eben. Ja, immer noch, okay. Ja. Leute, es kann sich nur um Jahre handeln. Aber wir haben da eine halbe Stunde Zeit dafür. Mhm. Ich glaube, geh doch mal ganz von der Leiter runter. Und einmal nach rechts und komm dann nochmal wieder. Oh. Ah, nochmal die. Oh. Es ist doof. Ja, jetzt kannst du rein. Ganz vorsichtig. Speicher ab. Okay. Ganz vorsichtig rauf. Ja, das war's. Nicht ganz rauf. Muss man jetzt einfach nach links gehen oder was? Ja. Okay. Ganz vorsichtig. Und ganz an der rechten Wand an dem vorbei. Und hier liegt ein Beutel. Den nimmst du. Get Purse. P-U-R-S-E. Ja. Und raus und rennen. So. Nach rechts. Weg. Ganz schnell. Ihr könnt ja auch nochmal nach rechts. Oh. Ja, da sind die Bärchen. Die brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen den Laden. Okay. Das sind die drei Bärchen. Das machen wir, wenn wir Nernen irgendwie besiegt haben, dann können wir uns um den Rest kümmern. Das ist echt weniger angestrengt. So. Okay, gehen wir nach rechts. Genau. Auch den ganzen Krempel einsammeln und so, das machen wir alles dann. So. Gehst du in den Store. Okay. So. Und dann Pet Dog als erstes Mal. Ah, okay. Genau, das brauchen wir nämlich auch noch. Mm. Gut. Ja, wir brauchen aber auch noch Hundehaare. Für irgendwas weiß ich jetzt zwar nicht. Ich weiß nur, dass wir sie brauchen. So, und dann Talk to Man. Und da kaufen wir jetzt ein. Wir haben noch Zeit. What can I do for you? Ja, was kann er für uns tun? Guck mal, look at shelf. Schreib doch einfach mal look at shelf. Salt, ah, das kaufen wir alles. Salt, fish, oil and lard. Nee, fish, oil and lard. Also leather pouches, salt, fish, oil and lard. Das erste, was du kaufst, ist fish oil. Fish oil. Okay. Bei fish oil. Putz. Putz, putz. Oil.
So. Okay, ein Goldcoin nehmen wir. Dann kaufst du den Rest auch noch. Das war bei Leather Pouch. Pouch. Ja, genau. Ja, schreib einfach weiter. Ist egal. Der kümmert dich da nicht drum. Bei. Hast du nicht geschrieben bei? Doch. Doch. Ja, bei. Mach nochmal. Oh, nee. Ach, du hast jetzt. Du musst bei sagen. Oh. Ach Mann! Diese scheiß Tastatur. Okay, dann Salz und Lard war es noch, ne? Genau. Okay. Weiß, dann, weiß, nein. Salt. Hallo. Ja, und Lard. Genau. Hi. Lard. Sehr schön. So. So. Okay, und das war alles, was wir in diesem Laden brauchen, hoffe ich jedenfalls mal. Ich guck mal gerade eben, war da eben. Ja, das war eigentlich alles, ne? Sonst braucht man nichts. Okay, gut, dann hauen wir da wieder ab. Gehen wieder zum Hügel, aber bitte speichern, ganz oft speichern. Jetzt, wenn die Räuber nämlich kommen, dann sind wir alles los, ne? Okay, gerade der Schutz der Tor. Speichern, okay. Ja, und dann gehen wir wieder auf unseren Felsen. Also wieder nach oben, ja. Ja. So. Oh, nee. Normalerweise dürfte er hier ja Weg besser hochkommen. Ah, jein. Oh, ich hab hier so eine Scheißfliege. Hau ab, du Scheißfliege. Ich ruf dir sonst die Flügel aus und mache mit dir einen Zaubertrank. Ha. Was jetzt? Ach so, okay. Nein, oh, nein, der will immer loslaufen, ey, Mann. Der ist viel zu aktiv für uns, Mann. Der ist ein ADHS-Sklave, ja. Wer heißt der nochmal? Alexander? Nee, Gwydion. Gwydion, ja. Alexander ist im 6. Nee. Alexander. Aber wir wollen ja hier nicht spoilern, oder? Ah, ja, okay. So, jetzt kommt diese schöne, schöne, schöne Stelle. Die ist echt, also oh, noch gemeiner. Oh. Ja. Erster Versuch. Ja. Ich bin da in meinem Let's Play auch überraschend gut durchgekommen. Also das hat mich wirklich überrascht. Nur als ich das allererste Mal gespielt habe, das ist ja auch schon 100 Jahre her. Ach Marlene. Ich glaube, da habe ich Monate gebraucht. Naja, so 20, 30? Bist du erst 25? 26. Ja, bin ich auch geworden. Siehst du, das wollte ich nämlich fragen. Ich bin nämlich mit deinen Geburtstagen immer nicht sicher. Ich hätte dir gerne gratuliert, wenn ich es dann gewusst hätte. Aber da kam nichts und dann habe ich es nur zufällig gesehen von deiner Freundin und dachte, shit, aber da fand ich das dann schon zu spät. Aber dann sage ich jetzt alles Gute nachträglich. Danke, Marlene. Ah. Ich weiß auch nicht, warum Facebook das bei mir nicht mehr anzeigt. Obwohl ich Geburtstag habe, meine Schwester hat auch gesagt, keine Meldung über Facebook, keine Erinnerung. Nee, ich weiß nicht. Gar nicht. Ganz komisch. So, du kannst mal Open Gate sagen. Wie viel Zeit haben wir dann noch? Ja, das müssen wir schaffen. Und dann Get Chicken. Nein, das geht weg. Nochmal. Get Feather. Sehr schön. So. Fein. Dann raus da und rein ins Haus. So. Nach oben.
Den Spiegel haben wir jetzt gar nicht gebraucht, sorry, aber egal. Ich möchte jetzt lieber den ersten Zauberspruch machen. Ist ja nicht schlimm, wir müssen es ja nicht mit rumschleppen. Ne, nee, eben. So, nur nach oben. Seil Air, guten Abend. Oh, schön, ein zweiter Zuschauer. Ja, hallo, guten Abend. Seil Air spielt gerne King's Quest 6. Okay, das habe ich auch bei mir auf dem Kanal. Als Let's Play Together mit fürchterlich vielen Leuten. So, rein da. So. Dann Hide All. Bitte Hide All. Es geht schneller. Okay, weil du es bist, Marlene. Ja, Hide All. So, wunderbar. Und dann nimmst du nur, ja. Nimmst du nur Fischöl. Und das Katzenhaar mit. Der geht doch nicht immer um. Sehr gut. Wunderbar, speichern. So. Kommen jetzt gleich die Sprüche? Einer, der erste kommt, der wichtigste. Erster. Mit dem wir den, den Zauberer eliminieren. Denn dann haben wir nämlich echt Ruhe. King's Quest 3 wollte ich mir sowieso mal anschauen. Ja, dann hoffentlich gefällt's dir. Ja, viel Spaß dabei. Wir freuen uns, dass du da bist. Der Sylair, der hat letztens auch King's Quest 2 gespielt. Romancing the Throne. Oh Gott, die Urversion? Ja, genau. Aber er fand sie nicht schlecht, oder, Seil? Du fandest sie doch eigentlich nicht schlecht, die Feier, oder? Also, wenn du quatschen willst zwischendrin, dann stell bitte das Spiel auf Pause, weil die Zeit läuft weiter. Ja. So, oh, ja. Und das ist dann vielleicht besser, wenn du zwischendrin mal was erzählen möchtest. Ja. Genau, warte, ich guck gerade, gibt es keinen Pauseknopf? Action vielleicht? Nee. Okay. Ach, dann brauchst du einfach nur so. Mhm. Und ich hab, doch, bei Special. Ja, warte mal. Und ich habe die Brücke in King's Quest 1 verstanden, nach ca. 30 Minuten. Ach, die Brücke, wo du immer ins Wasser gefallen bist? Ah, okay. Wie hast du denn dein Problem mit der Brücke gelöst? Wir können ja schon mal weitergehen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Welche Brücke in King's Quest? Ich kann mich gar nicht an mit der Brücke erinnern. Er meint die Brücke, also er hat auch King's Quest 1, die Urversion, gespielt. Ja. Und da gibt's ja vor dem Castle gibt's ja links eine Brücke, die so komisch ist. Ach so, ja. Und er ist da immer reingefallen. Ah, okay. Und, ja, alles klar, das weiß ich schon, ja. Ja, aber diese Brücke ist ja, ich glaube, die ist ja zweidimensional gezeichnet, aber sie sieht dreidimensional aus. Mhm. Und du kannst nur auf diesen Pixeln laufen, wo auch was gezeichnet ist. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Ja, egal. Ja. So, dann machen wir weiter. Ja. Genau. So, jetzt runter. Wir haben auch noch Zeit. Runter. Und ins Büro von dem rein. Und dann speichern wir nochmal. Hey Mieze, so, speichern. Scheiße. Oh, ich glaube, ich habe vergessen, dir den Schlüssel. Wir brauchen nämlich den Brass Key für diesen blöden. Ah, oh, ich depp. Weil da ist nämlich der Zauberstab drin, in diesem Safe. Einfach get Brass Key, sorry. Habe ich vergessen. So. Genau, so jetzt. Mehr brauchen wir wirklich nicht? Nee, ich hoffe. Genau. Ja, Fish Oil, Brassky, alles gut. So, jetzt ab. Hoffentlich klappt das jetzt. Zum Glück sind hier wenigstens Geländer bei dir. Ja. Erinnere mich nicht an nachher bei der Höhle. So, jetzt kannst du sagen, open hier das Ding. Unlock safe with key oder so. Lock. Was ist denn das? Cabin. Ah, okay. Gut, okay. Get wand. Genau. Nimmst du einfach mit, ne? Ah, dann nimm den einfach mit.
Genau. Close door. Genau, wunderbar. So. Und jetzt guckst du mal, guck mal, hier steht ein Computer. Erkennt er aber nicht, ne? Hatten wir schon mal versucht. Ja. Hm. Egal, Lookbooks. Ja, da ist ein bisschen Metall irgendwo hinter einem riesengroßen Buch. Look Metal oder Pull, was? Ja, genau, Lever. Look Metal. Okay, nee. Push Book oder Pull Book. Ja. Genau, und jetzt kannst du Lever pullen. Ah. Genau, speichern. Das Buch nicht wieder zurückstellen? Nee, das ist schon. Nee, das macht man. Nee, dann geht das ja alles wieder zu. Ich dachte, das sah gerade so aus, als ob er das in der Hand halten hätte. Okay. So. Okay, dann gehen wir runter. Aber vorsichtig, auch hier kannst du sterben. Besonders, wenn die Katze da sitzt. Dann bist du tot, weil du über sie stolperst und die Treppen runterknallst. So, wunderbar. Wenn wir da unten sind, dann guckst du erstmal hier in dieses Regal. Und da brauchen wir noch was. Na, Mann. Powdered Fish. Siehst du, das sind nämlich die Sprüche, die wir brauchen. Powdered Fishbone, nee, die Sachen, die wir brauchen. Powdered Fishbone, Nightshade Juice brauchen wir. Mandrake Root Powder, den brauchen wir jetzt. Ja, nimm erstmal den Mandrake Root Powder, den brauchen wir jetzt. Das sind alles so Zutaten. Genau. Wunderbar. Speichern. Gut. Was ist hier noch? Ist da irgendwas Wichtiges? Ich weiß es nicht mehr. Okay, nee. Und hier in diesem Shelf, was ist da noch irgendwas? Ich weiß es auch nicht mehr. Nee, das ist dasselbe. Okay, gut. Dann stellst du dich hier an das Zauberbuch und Read Book. Okay, jetzt geht's los. Book. Genau. Sorcery of Old, also die alte Magie. Darum geht's in diesem Buch. Okay. Und dann brauchen wir Page 25. Genau, jetzt wir müssen sehr vorsichtig sein. Wenn wir irgendwas falsch schreiben, dann ist tot. Ja, und sowas von, genau. Und wir können auch nicht zwischendrin speichern, deshalb speicherst du jetzt. So. Mhm. So, also Page 25, bitte. Ah, oh, scheiße, Page. Nochmal Page XXV. 25, Page XXV. XXV. Hä? Turn. Yes. Read Page. Oh Gott. Wait. Page XXV. Wir müssen irgendwie in die Buchansicht gelangen. Ja, natürlich. Read Page. Versuch mal Read Page XXV. Ja, das war's. Ja. Every step is human. Also wir müssen wohl total tierisch vorsichtig sein und erstmal müssen wir die zusammen mixen und ich sag dir an, wie es geht, okay? Also, put Mandrake Root Powder in a bowl. Put Mandrake M-A-N Drake, genau. Nächstes Wort Root R-O-O-T. R-O-O-T. Mhm. Powder. Mhm. In a bowl, B-O-W, in a bowl, geh zurück, in noch, a bowl, genau. Ja, und wart immer ab, ich guck's mir nochmal an, ob das richtig ist. Okay, dann kannst du los. Oh, schüttel, okay, ja, toll. Put bowl on table, Entschuldigung, ja, wir haben's falsch gemacht, sorry. Da geht's schon los, guck mal, wir sind Katze. Ja, geil. Okay. Put bowl on table. Wir haben doch, haben wir eine Schüssel?
Gott, uns läuft die Zeit weg. Marlene, haben wir vergessen, die Schüssel mitzunehmen? Ja. Ich guck mal kurz. Haben wir vergessen. Nein. Warte. Genau. Ja, weil wegen der Zeit, das ist besser so, ja. Wir nehmen einfach erstmal alles mit. Ja. Ja, es tut uns leid. Ja, sorry, ich habe jetzt auch nicht dran gedacht, dass wir ja da die Schlüssel brauchen. Was hast du denn jetzt im Inventar? Wir haben jetzt... Alles, was wir gekauft haben. Wir kamen gerade von der Reise zurück. Genau. So. Get all, genau. Nimmt alles mit. Wunderbar. Ja. So. Und runter. Genau. Ja. Jo. So. Okay, dann runter. Richtig, ne? Jetzt kannst du nochmal als erster Spruch dann abspeichern auch. Mhm. Ja, dann. Mann, echt. Silde, winzigste Kleinigkeit und schon ein bisschen dirt. Aber jetzt habt ihr wenigstens gesehen, wie Gwydion zur Katze wurde. Ach, das kann ja nicht wahr sein, dass er über so ein kleines Ding stolpert. Ja, gut. Und geh nochmal hinten an das Regal und hol dir den Mandrake raus. Get Mandrake. Genau. Okidok. So. Dann put bowl on table. Oder wir hatten sie noch nicht dabei. Okay, speichere es nochmal ab, genau. Mhm. So. Read page 25. Page XX5. Wer das nicht weiß, was das soll, das sind die lateinischen Zahlen. So, jetzt. Put Mandrake Root, also nochmal, Mandrake, ja, Root, Powder, in a bowl. Gut. Ja. Wunderbar. Nächstes, put the cat hair, C-A-T, und dann nächstes Wort hair, in the bowl, in the bowl. Ja. Mhm. Ja. Dann put two spoons. Was? Spoons, Löffel, O-L-N, ja. Of, O-F, fish oil. Of fish oil. Ja. In bowl. Okay. Dann als nächstes stir, S-T-I-R. Also rühren, S-T-I-R. R. Ja. The Mixer. Mixture. Oh. Mixture. With a spoon. Okay. Gut. Ja. Put the dough. D-O-U-G-H. D-O-U-G-H. Mhm. On the table. Ja. Und dann jo, pat, P-A-T. Wie bitte? Pat, P-A-T. P-A-T. Schreib, P-A-T, genau. The dough, D-O-U-G, H. Into a cookie, C-O-O, K-I-E. Okay. Und ab.
Cookie Hines. Sehr schön. Und jetzt kommt der Zauberspruch. So. Mandrake, groß mit dem großen M. Okay. Mandrake. Root. R-O-O-T. And. Hair. H-A-I-R. Hair, also Haare, ne? Of Cat. Of Cat. Nächste Zeile. Enter drücken oder was? Ich hoffe ja. Mach mal. Ja. Groß M. Mix. Mix of. Nee, Mix Oil. Entschuldigung. Mix Oil. Mix Oil. Oil of Fish. Of Fish? Of Fish, ja. And. And give. G-I-V-E, ja. Give a. Pat. P-A-T. Ja, nächste Zeile. Großes A. Nächstes Wort. Feline. F-E-L-I. N-E, F-E, L-I, N-E, from the one who eats, jo. Und noch eine Zeile, großes T, was ist denn jetzt los? Hä? Hä? Wir waren doch noch gar nicht fertig. Was ist das denn für ein Scheiß? Was ist denn jetzt los? Was war das denn jetzt? Oh, XX5, XXV. Oh, nochmal den ganzen Scheiß. Und du kannst nichts zwischendrin speichern. Das finde ich auch das allerletzte. Komm, wir machen ganz schnell. Ich weiß jetzt, wie es geschrieben wird. Was denn? Komm, wir machen das ganz schnell. Ich weiß, wie es geschrieben wird. Alles jetzt. Okay. Put Mandrake Root in Power. Put Mandrake Root Powder in bowl. Also ich mach mal, das Gepiepse. Ja. Ich mach das so lange aus. Dann müsst ihr euch das anhören. Put Mandrake. Root Powder. Root Powder. Root Powder. In a bowl. 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 Put the cat hair. Put the cat hair. Cat hair. Hair. In the bowl. Bowl. Mm-hmm. Put two spoons. Spoons of fish oil. Oil in the bowl. Yep. Nee, in bowl. In bowl. Entschuldigung. Bowl. Bowl. Mm-hmm. Stir the mixture with a spoon. Mixture. A spoon. Okay. Put the dough on table. On the table. Dough on the table. Oder the table? On the table, ja. Und pat, P-A-T, the dough into the dough. Oh, was into a cookie. Cookie, genau. So. Oh. Mandrake, was schreibt mal alles klein. Mandrake Root. Mandrake Root. And Hair of Cat. Hair of Cat. Mix Oil of Fish. Mix Oil, oil of fish. And give a pat. And give a pat. A pat. Mm-hmm. A feline. Feline. Feline, so. Yeah, yeah. From the one who eats. From the one who eats. Eats. Yeah, and jetzt noch eine Zeile. Mm-hmm. This. This. T-I. Appetizing. A-P-P-E. T-I. Z-Z-Z-Z-Z-Z. I-N-G. Appetizing. Appetizing, ja, Magic Treat. T-R-E-A-T, genau. Und jetzt drücken wir die Daumen, dass das klappt. Los. Wave Wand, oder? Wave Wand, genau. So, wunderbar. Dann haben wir das. Und das Gute an diesem Spruch ist, an diesem Scheiß ist, den kannst du immer mit dir rumtragen, weil man dann zu blöd ist, zu erkennen, dass das ein Zauberessen ist.
Okay. Gut, wunderbar. So. Oh, Freunde, dann, wir haben den wichtigsten Spruch. So. Gut, dann kannst du eigentlich, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir können jetzt keine großen Zaubersprüche, glaube ich, machen mehr, weil wir nicht alles eingesammelt haben. Mhm. Das macht aber nichts. Du kannst hier schon mal alles, nee, brauchst du eigentlich nicht, was, ach wo, gehe wieder rauf. Mhm. Geh wieder rauf, genau. Vielleicht können wir, vielleicht schaffen wir es ja nochmal ins Dorf. Moment, dann mache ich mal an, obwohl hier sowieso fast keine Musik ist. Das nee, gibt es also ja bei den Zaubersprüchen, muss ja nicht sein. Nee, das muss echt nicht sein. Also ich weiß auch, ich hatte die, glaube ich, dauernd aus. Ich weiß es gar nicht mehr, weil es so genervt hat. Oh! Ich habe dir gesagt, pass auf die Katze auf. Da können wir uns denn den Tod nochmal angeschaut. Ja, toll. Und Seil, wie gefällt die King's Quest 3 bis jetzt? David, gefällt das auch? Hoffen es. So, die Katze ist nicht da. Das ist gut. So, dann Push-Lever. Mhm. Und genau, und dann schließt du bitte den Zauberstab wieder hier ein. Warte mal, muss ich noch Pull-Book machen oder so? Nee, musst du nicht, glaube ich, oder? Weiß nicht, oder vielleicht doch, vielleicht mach doch lieber. Push-Book. Push-Book, genau. Ja, genau, besser ist es. Und dann schließt du den Zauberstab wieder ein. Genau, wunderbar, ach, Gott sei Dank. Macht er alles schon automatisch. Das ist schön. Gut, und dann gehst du wieder rauf. Das muss ich mal gerade eben gucken. Haben wir schon gemacht, alles. Genau, jetzt können wir eigentlich noch mal ins, ja, nach oben gehen. Und lass alles da, bis auf den Katzenkeks und den Spiegel. Hide all, genau. Jo. Und dann Get Mirror und Cookie, genau. Aber der Spiegel ist auch gefährlich, oder nicht? Ja, aber wir gehen jetzt nochmal raus. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Was willst du denn machen? Da rumstehen, bis er wiederkommt? Auf die Gefahr hin, dass wir sterben. Aber eine Viertelstunde ist eine Viertelstunde. Okay, vielleicht kriegen wir ein paar Sachen zusammen. Reise 2 oder Keks, genau. Haha, sehr schön. Ja, also der Hammer ist echt, dass man in diesem Spiel total oft abspeichern muss. Ich glaube, bei jedem King's Quest, oder? Ja, ja. Ja, außer, ja. Bei außer beim 7er, da geht das mal alles automatisch. Gehst du nochmal raus? Gehen wir jetzt echt nochmal nach unten? Ja. Warum? Möchtest du nicht? Möchtest du jetzt eine Viertelstunde rumstehen, bis Manannen wiederkommt? Aber wir müssen sowieso nochmal nach unten. Kommt er wieder echt um 45, ja. Aber warte mal, haben wir nicht die Landkarte oben irgendwo? Die Karte, ja. Ja, dann geh doch mal rauf. Komm. Ja, get map. Haha. Dann guck dir mal die Karte an. Look map. Ja, da können wir uns nämlich teleportieren. Geh mal, da sind die Räuber, geh mal hier auf weiter. Genau. Juhu. So, und jetzt ganz vorsichtig. Oh nein, jetzt kommt Medusa. Medusa, mhm. So. Links war, müssen wir. Ja, get mirror, weiß nicht. Geh erstmal rein, wir können ja aber sterben, ist egal. Ja. Zack! Und das. Und da ist schon fertig, genau. Gut. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie ging das eigentlich mit dem Spiegel? Show Mirror to Medusa, ja, glaube ich. Nee, use Mirror on Medusa.
heißt das. Okay, also fang nochmal an. So. Und du schreibst schon mal Use Mirror on Medusa. Use Mirror on Medusa. Und dann gehst du einfach schon mal weiter rein. Drehst dich um. Und wenn sie kommt. Ja, jetzt schick ab, schick ab. Wieso, wir haben doch den Spiegel. Hä? Du hattest doch den Spiegel mitgenommen, oder? Ja. Ja, warte mal. Ja, ja. Da ist doch da. Mirror, da. Ja. So. Ja. Hör dich um. Und jetzt. Jetzt schieß ab. Ja, jetzt hat's geklappt. Okay. Ja, und wurde halt jetzt von ihrem eigenen Anblick zu Stein. Genau. Okay. Dann können wir, wir brauchen nämlich noch irgendwie einen Kaktus und wir brauchen noch eine Schlangenhaut. In der Wüste gibt's das beides, ich weiß noch nicht mehr wo. Mhm. Aber ist eigentlich auch egal, geh einfach mal runter oder rauf und irgendwann findet man das dann schon. Weil sehr viel weiter geht das, glaube ich, sowieso nicht rein. Da ist ein Kaktus. Guck mal, aber das ist nicht der Kaktus, den wir brauchen, glaube ich. Guck dir den mal an. Lul? Oh. Nee, das ist er nicht. Aber mach mal weg die Schrift. Liegt hier eine Schlangenhaut. Ja, ja, den nimmst du mit. Okay. Dann gehst du noch ein weiter runter. Ja, wir haben noch Zeit. Das ist gut. Das sind auch nicht die Kakteen, die wir brauchen. Das war wie so ein blühender Kaktus wie bei King's Quest 7, glaube ich. So eine Kaktusfeige. Weiter runter. Ich weiß es nicht, ob es der hier ist. Keine Ahnung mehr. Ja, hier, der. Oder das grüne Ding hier. Glaube ich. Get Cactus, schreib mal hin, ja. Ja, yeah, so, wunderbar. Mhm, dann sind wir mit der Wüste fertig. Speichern. Hm? Wieder raus aus der Wüste. Okay. Und keine Ahnung, geh mal nach oben. Sammeln noch alles Mögliche jetzt ein, was wir kriegen können. Ich glaube nicht, dass hier noch was ist. Wir brauchen auch noch mehr Salzwasser und da sind Eichhörnchen, die können wir aber jetzt noch nicht verstehen. Das kommt dann erst später. Da ist ein Adler. Oh, lässt dir eine Feder fallen. Und da ist Manelin schon. Und nein, scheiße. Wieso denn jetzt schon? Okay, gut, pass auf. Dann machen. Oh, toll. Was ist denn? Ach, der nur 30 Minuten? Ich dachte 45. Na, egal. Gut, dann fangen wir mal an. Und dann teleportieren wir uns direkt wieder zum Schloss hinauf. Ja, da. An der Stelle. Das schaffen mit Medusa? Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. So. Look Map. Und dann zum Schloss. Leider, aber mach mal. Nein, wo geht der Fall hin? Ja, du musst leider rauflaufen. Ich hoffe, wir schaffen es. Nee, das meine ich ja. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Weiß ich nicht, vielleicht doch. Vielleicht auch nicht. Dann müssen wir. Nee, okay, alles gut. Dann fertig, Cookie, und dann müssen wir halt.
Dann versteck aber alles bis auf den Keks. Oh Gott, sonst wäre auch wieder tot. So, und nur den Cookie brauchen wir. Okay, ich habe immer gedacht, das ist eine Dreiviertelstunde, die der weg ist, aber offensichtlich sind es nur etwas über 30 Minuten. Gut. Dann kannst du mal in die Küche gehen und die Küche fegen. Dann können wir noch was Sinnvolles tun in der Zeit. Mhm. Und dann hoffe ich, dass wenn der kommt, dass er gleich Hunger hat. Oh, oh. Scheiße. Oh, ich habe keine Lust mehr. Weißt du was? Wir brauchen nämlich, oh shit, wir brauchen von den Bären, weißt du, die drei Bären, die da weg sind, da brauchen wir Porridge und da müssen wir den Cookie reintun. Den haben wir gar nicht. Hm. Müssen wir warten, ja toll. Müssen wir jetzt warten, bis wir dann wieder auf eine Reise gehen. Dann müssen wir warten, bis der Arsch wiederkommt. Oh nein, ich hasse oder dieses Spiel. Matze. Ich versuche das jetzt schnell. Was? Das Porridge-Ding zu kriegen. Also die Suppe. Das kriegst du nicht mehr. Glaube ich. Du kannst versuchen, aber du musst ja auf den Berg wieder hoch. Aber vielleicht, wenn du nochmal anfängst bei dem, geh nochmal auf, ja, mach mal. Was ist denn Keks fertig? Keks ja, wir fertig gehen, ist, glaube ich. Wir gehen, pass mal auf, wir gehen, ich versuche das jetzt. Wir haben genau. Cat Cookie, Mirror, Magic Map. Genau. So, okay. Look, Map. Genau. So. Und dann gehen wir zu den Bären, genau, die sind da. Dann müssen wir mal gucken. Gott. Ob du da reinkommst. Genau, so, hier auf der da steht Porridge. Die ist kleine Schüssel. Nicht. Die kleine Schüssel nimmst du mit. Meinst du? Ja, ja. Mit einem R, mit zwei R. Jetzt sind so und dann wieder zurück. Gut. Put Cookie in Porridge, mach mal. Vielleicht geht das ja. Ja, nee, komm, wir gehen erstmal wieder hoch. Ja, okay. Ich sag mal jetzt nichts mehr. Ich muss mal kurz aufs Klo und lass dich laufen. Ja. Scheiße. Was ist eine Door? Ernsthaft? Open Door.
Lian, geh! Ja, na. Oh. Aber jetzt ganz schnell, juhu. Oh Mann. Gut. Halt auf. Get Cookie und Porridge. Crumble Cookie and Porridge. Versuch's mal hier. So? So, ja, genau. Aber nicht Cookie. Porridge. Porridge. Nee, 2R, genau. Okay, gut, sehr schön. So, jetzt könnte natürlich unser Zauberer auftauchen. Wir sind startklar für ihn. Aber, boah! Das war jetzt aber ein Marathon ran hier nach unten. Oh, Gott, ja. Da ist er schon. Yeah, hallo, Bananen. Ja, dann komm mal in die Küche. Wir gehen in die Küche. Das ist dann, dann kannst du ihm den Porridge geben. Und dann haben wir nämlich Zeit. Genau, und wenn du ihm nichts hinstellst, dann bist du auch wieder tot. So. Put Porridge on table. Gut. Ja, und der verschlingt alles, bis auf den letzten Rest. Jo. Haha! Du hast ihn reingelegt. Zack! Und noch eine schwarze Mieze. Ja, und er wird uns nie wieder versklaven und die guten Leute auf Nuda auch nicht. Und jetzt sind wir frei. Gott sei Dank. Aber wenn ihr glaubt, das war jetzt schon das Schlimmste, dann kennt ihr das Spiel nicht. So, jetzt lass mich mal gucken. Ich muss mich hier mal... Warte, ich krabbel mir mal gerade einen Bleistift und guck mal, was wir jetzt... kannst du mal nach oben gehen und dir alles, was wir haben, dass du dir das mal rausholst, dass wir mal einen Inventarcheck machen. Jo. Warte David, mal. Freust du dich nicht, dass der Menennen jetzt tot ist? Der ist nicht tot, der ist eine schwarze Katze. Achso, der ist ja, der ist eine schwarze Katze, ist doch schön. Jetzt gibt es 2 schwarze Katzen hier. Genau, ich hätte sie auch gerne beide. So. Get all. Also, dann ja. Also, den Catspell haben wir erledigt. Wir brauchen noch einen Flugspruch. Wir brauchen eins zum Teleportieren. Kommen wir später ein für die Tiersprache, einen zum Schlafen und einen für Sturm. 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir noch. Ich dachte immer, es wären 7, aber es sind nur 6. Gut. Okay, kannst du mal bitte ins Inventar gucken? Du wirst dich wundern, David. Du wirst dich wundern. Was schreibt er? Ich muss mal gucken. Ich krieg nämlich das nicht hin. Na, hallo? Das scrollt bei mir nicht weiter hier. Ja, hallo. Also doch. Ja, lieber David, das Spiel hat's in sich. Okay. Lass mich mal die Liste sehen. Wir haben die. Oh Mann, das ist irgendwie, weiß ich nicht. So. Wir haben. Liest du mir mal vor, was wir haben? Wir haben Chicken Feather. Ja. Fly Wings. Fliegendinger, warte mal, Fliegenflüge haben wir auch, ja. Salt haben wir. Salz haben wir, ja. Empty Pouch. Empty Pouch. Warte mal, dahin, ja. Okay. Lard haben wir. Ja. Dann den Breast Key halt. Warte mal, ich suche gerade noch den Lard. Wo ist denn der? Oh, wo kommt denn der hin? Wo kommt... Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Lass mal gucken, den Spoon, ja, Brot, das haben wir, Acorns haben wir, gut. Also, wir brauchen noch eine Adlerfeder, wir brauchen Safran, ist unten, im Labor brauchen wir nicht, diese Rosenessenz haben wir. Dann brauchen wir noch eine Mistel und einen Stein, den kriegen wir aber hier nicht. Dann die Schlangenhaut haben wir, das brauchen wir auch. Wir brauchen noch auf jeden Fall einen Fingerhut voller Tau. Und wir brauchen noch eine Tasse mit Ozeanwasser. Wir brauchen einen Löffel voller Matsch. Und wir brauchen eine Schüssel, die kriegen wir in der Küche. Okay, wir brauchen gar nicht mehr so viel. Das ist schön. Das ist erledigt. So, dann gehen wir mal raus und gucken mal, dass wir jetzt die Adlerfeder uns mal angeln. Aber wir können ja einfach mit der Map, ne? Ja, du musst nur ganz nach der, mit der Adlerfeder wird schwierig. Versuch's mal. Doch, versuch's mal. Versuch's. Geh runter. Ja, noch einen runter. Der Adler geflogen und lässt eine Feder, aber vielleicht kriegen wir den auch an anderer Stelle. Okay, geh mal runter. Kannst du mal auf die Karte gucken? Mhm. Geh mal. Nee, geh noch mal zum Bären. Wir brauchen das noch mal. Gut, sind die da? Guck mal rein. Schön, und geh mal nach oben. Und ich glaube, hier in der Schublade ist etwas, was wir brauchen. Genau, da ist nämlich ein kleiner silberner Fingerhut nötig. Okay. Alles gut. Muss ich mal umgucken, aber da schlafen kannst du da nicht. Ja. Genau. Sehr schön. Dann kannst du wieder runtergehen. Das war schon alles. Sonst brauchen wir ja nichts. Den Porridge hatten wir ja schon. Dann sind wir hier fertig und einmal raus. Und hier guckst du dir mal das Blumen oder das Beet an. Look flowers oder was immer das sein soll. Hier look around. Einfach look. Ja, und da ist Tau ein bisschen auf den. Ganz genau, und den nehmen wir uns mit der Fingerhut. Okay. Mhm. Einfach get Drew. Get Drew with Thimble, glaube ich. Thimble. Hä? Jetzt ja, ah, okay, das okay. Ist wunderbar. Gut, dann haben wir das auch. Sehr schön. Das war, für was war das denn? Den Fingerhut, den haben wir. Kleine, ich muss hier mal gerade abhaken. Salz haben wir. Dann gehst du mal nach rechts raus. Und hier, guck mal, da ist, glaube ich, eine Mistel. Oh, da oben. Ah, wurde. Ah, toll, super. Kann man gleich nehmen. Oh, nee, die ist auf dem Baum gelandet, die Feder. Das macht, glaube ich, nichts. Ist egal. Gut, get mistletoe. Yo. Ja. Okay. Und dann gehst du dahin. Einfach. Ja. Da, ja, doch. So. Ah ne, die liegt hier oben, okay. Ich dachte, es sah so aus, als ob es auf dem Baum liegt. Ha, wunderbar. So, warte, ich hake ab. Adlerfeder haben wir.
Liebenflügel haben wir. Labor, das haben wir. Das haben wir. Die Missile haben wir jetzt. Okay. Dann brauchen wir noch. Die Eichel haben wir, ne? Acorn. Ja, Acorns haben wir. Mhm. So, dann brauchen wir. Ich weiß gar nicht, haben wir eine Tasse? Cup haben wir auch, ja. Empty Cup. Ja, das ist sehr schön. Wunderbar. Dann musst du mich ans Meer. Hier rechts ans Meer oder was? Nee, ganz ans Meer. Nee, nicht da. Nicht da geht's nicht. Wieder runter. In anderen Bildschirm runter. Du musst direkt ans Wasser und nicht in den Hafen. Hier können wir ja nicht runter, oder? Weiß ich nicht. Versuch mal. Speicher ja. Ab und versuch's. Ah, das ist ja auch interessant. Ja, da guck dir doch mal das Spinnennetz da an. Warte, dann gehe ich erstmal. Ja, dann geh erstmal ans Wasser jetzt, ja. Okay. Ja. Sehr wunderbar und toll. Und speichern. Und dann wieder nach links. Und irgendwo brauchen wir noch Modderschlamm aus dem Fluss. Da unten, glaube ich. Aber du kannst erstmal das Spinnennetz da angucken. Aber sei vorsichtig. Web. Achso, ja. Hm. Look Web. Mhm. Ja, B. Ja. Das größte Spinnennetz, das du jemals gesehen hast. Du kannst nicht anders, als dich zu fragen. Was für ein Spinne wohl dieses Netz kriegt. Genau. Und kannst du hier aus dem Fluss schon einen Spoonful of Mud, Mud, M-U-D, dir get mud, versuch's mal. Probier ich mal. Ja. Ja. Ja, sehr schön. So, lass mal gucken, das ist im Labor, das ist im Labor, das ist im Labor. Das ist im Labor, das haben wir alles. Die haben wir. Haben wir alles, Safran ist im Labor. Hä, wir haben alles beisammen und könnten Zaubersprüche noch machen, wenn du möchtest. Jo. Alle Zaubersprüche. Gut, dann, Genau. Das so. Wäre dann auch hoffentlich das letzte Mal, dass wir da hoch müssen. Außer ich habe noch irgendwas vergessen. Also muss man die Zaubersprüche dann wohl doch klein schreiben. Weil als wir es groß geschrieben haben, ging das irgendwie nicht. Das kann sein. Es gibt doch 7 Zaubersprüche, aber der 7., der ist so kurz, da brauchst du so wenig Zeug. Ne, es sind doch nur 6. Oder? Wieder die schöne Stelle. Genau. Aber dann hat man sie auch irgendwann kapiert, ne? Ja, irgendwie klappt es dann besser, ja. Ja. Tipptapp-Schritte. Hier kannst du eigentlich schräg hochgehen, oder? Schön. Sehr schön. So, rein ins Haus. So, den brauchen wir eigentlich auch nicht mehr einschließen, ne? Nö. Können wir alles mitnehmen. Den brauchen wir sowieso auf der Reise. Stimmt. Ja, seid ihr bereit für noch mehr Sprüche? Dann ja, ich komme mit. Seid ihr ganz bei uns richtig? Viele. Achtung, fall da nicht wieder runter. Diesmal gehe ich nach ganz unten, so. Das ist aber schön, so. Haben wir eigentlich noch
Warte mal, greif, guck noch mal in das Regal und schnapp dir jetzt alles, was da steht. So, was haben wir denn noch? Wir haben Nightshade, Druze noch, Mandrake, Root Powder, Zephron. Genau. Wir brauchen den Powdered Fishbone brauchen wir. Okay, dann gehen get Fishbone. Ja. Ja, dann brauchen wir den Nightshade Juice. Nightshade. Genau, ja. Den muss ich mal gerade abhaken. Warte mal eben. Fishbone hatten wir jetzt, ne? Genau, Nightshade dann Juice auch. Dann Safran. Den Saffron, guck nochmal nach, wie man das schreibt, weiß ich nicht. Saffron, glaube ich, ne, genau. Nee. Guck nochmal ins Ding. Ja. Okay. Den haben wir dann auch. Haben wir auch. Und dann brauchen wir Powder. Und Tots. Nicht Spittle. Nee, Spittle brauchen wir, glaube ich, nicht. Warte mal, ich guck mal eben Fischbone, Mistelstein. Nein. Brauchen wir das Mandrake Root Powder nochmal oder nicht mehr? Nee, den brauchen wir nicht mehr. Guck mal an, ich glaube, wir müssen doch nochmal runter. Aber egal. So, lass uns mal so loslegen, soweit wie wir jetzt kommen. 5 können wir auf jeden Fall machen. Okay. Hot Stool Powder und so brauchen wir auch nicht mehr, oder was? Den hast du doch. Nee, hab ich nicht. Hot Stool Powder. Dann Hot Stool Powder brauchen wir ja. Okay. Jetzt. Jetzt haben wir geschrieben, so, Stool. Nee. Nicht. Stool, S-T-O-O-L. Genau. Okay. So, wir gut. Haben jetzt Totstool Powder. Pass mal auf, weißt du was? Wir checken das pro Spruch ab. Das wird mir sonst hier zu viel. Okay. Wir machen erstmal die Tiersprache. Da brauchen wir für? Macht mal das Inventar auf. Wir brauchen die Hühnerfeder. Hühnerfeder haben wir. Genau, dann haben wir das Hundefell, haben wir, glaube ich, auch irgendwo. Das hatten wir mitgenommen. Doghair, ja. Doghair haben wir. Dann haben wir die Schlangenhaut. Snakeskin haben. Moment. Wir waren noch gar nicht in der Wüste. Ach, Scheibenkleister. Okay, dann können wir den noch nicht machen. Dann machen wir mal. Ja, dann gehe ich erstmal in die Wüste jetzt, oder was? Ich bin gerade am überlegen. Ja, nee, machst du, weißt du, was wir machen können? Wir können den Flug-Spell können wir machen. Den Flugspruch, das ist gut, den brauchen wir dann gleich auch. Ja. Dann machen wir den zuerst. Okay, dafür brauchen wir die Adlerfeder, die haben wir. Ja, die Fliegenflügel haben wir, das wäre die zweite Option. Dann brauchen wir den Safran. Ja. Und diese Rose Petal Essence, das haben wir auch. Ja, das, die ist ja Rose hier. Essence. Genau. Okay. So, dann put bowl on table. Jetzt muss ich mal gucken, vielleicht wäre welche Nummer Seite das. Okay. Oh. Was hatte ich jetzt gesagt, was wir machen? Flug, ne? Ja. So, dann read. Ja, put bowl on table. Oder war das, brauchen wir das nicht? Ich glaube, das geht nicht. Nee, okay, gut. Dann read page 4. I, V. Genau. So. Okay, ich mache euch mal wieder das hier aus. So. Mhm. So, ganz einfach nur eine Ingredienz. Put. Pinch, P-I-N-C-H. C-H. Mhm. Auf Saffron mit Doppel-F in Essence. Noch ein? Essence. Genau, ja. Okay. Ja. Genau, und jetzt kommt schon der Zauberspruch. O, O-H, also O und H, O, Winged Spirits. W-I-N-G, Spirits, genau. Komma, set me free. Nächste Zeile, of earthly bindings, of, earthly, bindings, komma, just like
The, T-H-E-E. Okay. Nächste. In this essence. Essence. Genau, Komma. Behold the might. To the precious gift of light. To grant the precious gift of light. Of ich dachte, might, wo? Aha. Mhm. To grant. Grant. T. Garantieren. To grant the precious. C-O-U-S. Genau. Gift of flight. Flight. So, abschicken. Jo. Abschicken. Wavewand, ne? Yep. Genau. Okay. So, und dann können wir eigentlich erstmal was noch geschehen. Was? Was war das noch? Was? Wir müssen noch mal kurz in die Wüste. Genau, wir haben die, ja, wir haben ja gar nicht die Medusa, ne? Ja, wir hatten ja keine Zeit mehr wegen Manennen. Genau, wir haben ja nochmal das Polish geholt. Genau. So, und dann noch als hoch, glaube ich, ne? Mhm. So. Hast du den Spiegel schon fertig? Na egal, okay. Ich gehe lieber hier hin, weil hier kommen die Räuber nicht. Show genau. Mirror to Medusa. Ja. Jetzt. Gut. Wir gehen lieber hoch, dann sind wir schneller, ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Okay. Ja, das ist doch wunderbar. Da ist der Kaktus auf jeden Fall. Mehr brauchten wir hier nicht, ne? Die Schlangenhaut noch, oder hast du die? Snakeskin, ja. Okay, habe ich vergessen. Kann man hier eigentlich sterben, wenn man zu lange rumwaschelt? Ich glaube, weiß es nicht. Da ist die Snakeskin, sehr schön. Und dann weißt du was, der braucht noch nicht hochgehen, dann holen wir uns nämlich noch einen Stein. Den gibt's in der Höhle. Und da können wir aber nur rein, wenn wir wie ein Adler fliegen. Können wir jetzt. Ah, den Spruch haben wir ja schon, ne? Ja, genau, eben. Deshalb habe ich den ja eben nicht machen muss lassen. Auch gar nicht mehr. Wieso laufe ich eigentlich die ganze Zeit? Wir haben doch hier schöne Teleportationskarten hier. Ja. Das finde ich gut, diese Option. Das ist. Ja, das ist auch wirklich toll. Ich, so. Sound ist ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das ging. Ja, irgendwie müssen wir das. Hast du schon gespeichert? Sonst können wir ja einmal sterben. Jetzt. Und geh einfach mal da rein. Lauf da einfach mal drauf los. Oh oh. Und da kommt die Spinne. Genau. Krapp. Zack. Tschüss. Genau. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon geht, weil bin ich auch zu faul nachzugucken. Schreib mal Fly Like an Eagle. Ich bin mir nicht sicher, ob das so klappt oder nicht. Eagle. Fly. Einfach nur Fly. Der will das Wort Like nicht haben. Also musst du das schreiben, einfach nur fly. Okay, put, warte mal eben, put eagle feather in essence. Und jetzt hoch an das Netz und dann kannst du dir die Spinne holen. Genau. Obwohl die Spinne größer ist als. Zack. So macht man das. Genau. Also David, wenn du mal eine Spinne hast, du weißt, was zu tun ist. Ja, genau. Verwandle dich einfach in einen Adler und flieg sie ins Meer. Und das ist kaputt. Gut, das macht nichts. Das ist immer.
Und dann gehen wir mal in die Höhle rein, der erwartet uns. Überraschung, lass dich überraschen. Oracle. Oh Gott, die Musik. Sprich zu dir. Soll ich das machen? Oder möchtest du? Kannst du machen. Ich mache eben kurz die Musik aus. Ja, bitte. So. Das Orakel bleibt für lange Zeit stumm. Und irgendwann hörst du eine Stimme, die von irgendwie weit weg zu kommen scheint und die dir sagt, ich habe lange auf dich gewartet, Gwydion, so lange. Ich habe ganz schreckliche Nachrichten für dich. Vor vielen Jahren hat ein fürchterlicher, dreiköpfiger Drache Daventry überfallen und hat die Leute in einem Zustand des Terrors und der Schreckensherrschaft gefangen gehalten. Und dieses Monster will einmal im Jahr eine Jungfrau als auf Drachen so an sich haben. Oh. Ja. Und ja. Rosella, das ist deine Schwester, Prinzessin Rosella. Hä? Und sie ist dieses Jahr auserwählt, dem Drachen zum Futter zu dienen. Und die Zeit, die rennt ihr davon und deinen Eltern und Daventry auch. Und du stehst da und weißt, kapierst gar nichts. Was soll das alles sein? Und sie weint. Du, Gwydion, bist der Einzige, der sie retten kann. Aber du musst dich beeilen. Ich habe etwas, das ich dir geben kann. Hier, einen kleinen Bernstein. Stein. Ja, also, und benutze ihn weise und mit Bedacht, lieber Alexander. Du heißt mich in Wirklichkeit Alexander. Und dann schweigt das Ding da endlich wieder und schläft. Du möchtest ihm noch danken, aber der pennt. Na, das ist eine Überraschung, oder was? Das ist eine Überraschung. Wir sind Prinz Alexander! Ja! Aus Kings Quest 6. So, du warte mal eben, mach mal eine kurze Pause, weil ich glaube, jetzt haben wir alles, was wir brauchen, ne? Ja. Also. Wir haben die Snakeskin. Genau, die Snakeskin, das war noch sehr wichtig. Und den Kaktus, den kleinen grünen Kaktus. Muss ich schon, wofür ich den brauche. Aber ist auch egal, das werden wir schon sehen. Gut, dann können wir mal wieder los. Also den Flugspell, den haben wir ja jetzt schon. Den können wir doch einmal übrigens nur gebrauchen. Ein einziges Mal noch, ist ja weg. Und dann viel Spaß. Oh meine Güte. Das war ja. Klar, oh, wollen wir heute noch die Zaubersprüche fertig machen und den schönen Rest dann für einen anderen Abend aufsparen? Wir machen, ja. Weil, ihr merkt ja schon, ihr Lieben, dieses King's Quest ist etwas länger als die vorherigen, die wir euch schon gezeigt haben. Wir haben ja schon King's Quest 4 gespielt, King's Quest 7, ne? Ja, 7 ist aber schon auch noch ein aber bisschen länger. Aber gut, 7 ist lang, ja. Aber 4 haben wir in einer Sitzung, glaube ich, durchbekommen. 4 haben wir durchgespielt, ja. Das war relativ schnell. Ah, okay. So, und jetzt müssen wir da auch nicht mehr rauf und runter laufen, hoffe ich mal. Schön, wenn man das alles auflassen kann, ne? Aha, jo. Und kein böser Zauberer mehr kommt. Deshalb, also das war immer so mein Ansinnen, den Spruch als erstes zu machen, um dann wirklich Zeit zu haben. Mhm. Aber ich glaube, wenn du alle Ingredienzien hast, dann ist auch das Schiff schon im Hafen. Ich bin mir nicht sicher. Aber egal, jetzt machen wir die Zaubersprüche. Hast du alles genommen? Ja, ich glaube ja, ne? Gut. So, dann machen wir.
Den Flying Space haben wir. Teleportation. Kommt dann als nächstes. Okay, read. Okay, und dafür brauchen. Oh Gott, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Teleport. Read Page VII. 7 ist das. Genau. So. Dann machen wir das wieder so. Dann fangen wir an mit Grind a Spoon. Also G-I-R-N-D, a Spoon of Salt. Salt. In a Mortar. Ich weiß gar nicht. Haben wir einen Mörser? Guck mal. Der steht da, glaube ich, auf dem Tisch. In a M-O-R. M-O-R-T-A-R. Ja. Sehr, oh Gott sei Dank. Okay. Okay, fein. Grind. Also nochmal, grind. The mistletoe. Mistletoe. Mhm. In the mortar. Ja, mortar, ja. Dann rub the stone. Okay, rub the stone. Den wir gekriegt haben vom Orakel, ne? Mhm. In the mixture. Mixture, jo. Okay. Mhm. Ja. Und kiss the stone. Sonst hast du ja nichts zum Küssen, also küss den Stein. Neck. Genau. So, jetzt kommt der Zauberspruch. With this kiss, comma, I thee impart, T-H-E-E. Was? Thee, T-H-E-E. Thee impart. Impart. Komma. Nochmal Komma. Ja, und neue Zeile. Power, most dear, D-E-A-R, to my heart. Punkt. Mit heart. My heart. Punkt. Ja. Take me now from this place hither, H-I-T-H-E-R, comma, to another place far thither. Genau das gleiche, nur mit dem T-H vorne an. T-H-I-T-H-E-R. Okay. Und los. Wave Wand. Und das hatten die im Handbuch falsch rum und niemand ist weitergekommen. Hm. Und das war damals eine Aktion, bis das dann korrigiert war. Es gab noch kein Internet, ne? Mhm. Mhm. So, dann haben wir dann den Teleportation. Das ist wunderbar. Nee, war das Teleportation? Ja, genau. Okay, dann haben wir den. Dann machen wir mal den Schlafspruch. Okay. Ja, Entschuldigung. X-I-V. 14. Was? Was? Ach so. Oh, mal. Gut. So. Grind the acorns, also diese Eichel gesammelt haben. Acorns. In a mortar. In the mortar. In a. Jo. Put the acorn powder in a bowl. Put the acorn powder in a bowl. Mm-hmm. Put the nightshade juice. Nightshade, yeah, juice. In the bowl. The bowl, okay. Yo. Stir the mixture with a spoon. Eee, lecker. Stir the mixture with a spoon. Oh, hoffentlich steht er da auch. Okay, ja. Light. A charcoal brazier. Und jetzt hoffe ich nur, dass das Light a
Charcoal, C-H-A-R. Und dann Coal, C-O-A-L. A-L. Und dann nächstes Wort B-R. A-Z-I-E-R. Ja, mach mal. Ja, na Gott sei Dank. Okay, und dann heat the mixture on the brazier. On the was? Brazier, das, was wir eben auch hatten. Brazier. Genau. Und dann nächste Zeile, letzte Zeile. Ja, und dann spread the mixture on the table. Was, spread? Spread, S-P-R-E-A-D. Spread the mixture on the table. Yeah. Okay. Okay. So, fein. Und dann der Spruch. Acorn powder. Ground. G-R-O-U-N-D. G-R-O. Ich muss hier mal das lauter stellen. So, jetzt kann ich die besser hören. So, Acorn powder. G-R-O-U-N-D. Ground. So fein. Nee. Nee, nee, G-R-O-U. O-U-N-D. Mm-hmm, so fine. Nightshade, nächste Zeile. Nightshade juice. Juice. Like bitter wine. Mm-hmm. Punkt oder Komma. Komma. Silent, nächste Zeile. Silently. So? Ja, in darkness, darkness, dark, dark, carness, you creep. Ah, creep. You creep? Yep. To bring. Komma oder nichts? Nein, kein Komma. To bring a soporific sleep. Sopo, S-O-P-O. To bring S-O-P-O. Nee, soporific, Entschuldigung. R-I. Rific, F-I-C. Sleep. Ein Tiefschlaf. So. Okay. Jo. Wave Wand. Ja. Und put powder, sleep powder in pouch. Oder put powder in pouch. Wir haben ja so ein empty Dings da gekauft. So. Ja. Nein! Ich habe jetzt keine Lust mehr. Night, night. Gute Nacht. Also den habe ich jetzt echt keine Böcke mehr nochmal zu machen. Dann machen wir das ein andermal weiter. Ja, bitte. Was haben wir jetzt falsch gemacht? Keine Ahnung. Aber keine warum, Ahnung, ich weiß es nicht. Warum ist man tot, wenn man schläft? Oder warum ist man Game Over, wenn man ein bisschen schläft? Ja, das war, ich habe keine Ahnung. Dieses Scheißspiel, ich hasse es. Ah, das ist ja so grässlich, ihr Lieben. Ich möchte jetzt nicht mehr machen. Ich habe jetzt echt, das macht mich jetzt total aggressiv gerade. Und wir überlegen mal, woran es lag und spielen irgendwann weiter. Tut mir leid, aber ich kann jetzt echt nicht mehr. Es war jetzt, sind das ungefähr bei der Hälfte, müssen wir sein, oder? Ja, naja, etwas, ja, so etwas über ein Drittel vielleicht, ja. Ja. Ah. Und ich schicke dir mal die Zaubersprüche, wenn ich sie irgendwie finde. Nee, ich hab die ja nur auf Papier. Das ist blöd. Naja, jetzt, egal. Es wird sie bestimmt irgendwie anders noch geben, ne? Ja. Hoffentlich. Auch im Internet findest du die bestimmt. Ja. Ja. Ja, ihr Lieben, das war's erstmal. Das Part 1 das von Kings Quest. Anstrengend ist das. 3 Jahre Schreibarbeit. Oh, 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 oh. Und wenn es dann weitergeht, dann sagen wir euch auf jeden Fall Bescheid. Oh Gott. Könnt ihr mal reinschauen. Dieser Scheiß und ausgerechnet dieser lange. Und ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist jetzt. Nee? Nee, ich weiß es nicht.
Ich auch nicht. Wahrscheinlich haben wir, hab ich gesagt, put powder in pouch, ne? Mhm. Und das muss sleep powder wahrscheinlich heißen. Ah. Also echt, das ist, das Spiel ist wirklich gnadenlos. Ja, du siehst, Sile, das ist, ne, ich hab's dir gesagt, das ist, wenn man da, egal ob der Spruch schon fertig ist oder nicht, wenn man irgendwas in diesem Buchscreen falsch eingibt, ist man direkt ja. Matsche. Am Arsch. Ja. Ja. Also du bist sofort tot und wenn du nur ein Komma oder irgendwas vergessen hast, dann mit Sprüchen. Ich schick dir mal was mit Sprüchen. Dann kannst du auch vielleicht mal ohne mich, wenn du Lust hast, weiterspielen. Oder du kannst die auswendig lernen. Oder nee, danke. Die geschrieben werden. Und da sind nämlich diese Sprüche drin. Hab's jetzt doch gefunden. Aber ich hatte mir das auch alles mal richtig schön aufgeschrieben. Du kannst es ja dann irgendwie noch anders formatieren, wenn du magst. Ja. Auf jeden Fall sind da die Sprüche drin. Und dann hast du sie auch bei dir mal auf dem Rechner liegen. Auf jeden Fall. Jo. Ne? Hm. So Leute, dann beenden wir erstmal den Stream. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und ja, danke. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir brauchen erstmal eine Pause jetzt. Ja, unbedingt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.